Visualisieren beim Kunde. Was ist das? Anhand von diesem Beispiel werde ich euch jetzt erklären, wie ich an Neukunden kommen möchte. Und zwar mit einer anderen Strategie als sonst dieser typische E-Mail-Verkehr und dieser normale Postweg. Also wie man hier schwer erkennen kann, ist das ein USB-Stick in einem Rahmen drin. Der Rahmen ist aus Kunststoff gefertigt. Der USB-Stick sieht aus wie ein Schlüssel. Hier steht Frame Media drauf, hier die Kontaktdaten und nochmal Frame Media. Eingraviert, sehr, sehr hochwertig. Von denen habe ich jetzt ungefähr 50 Stück. Diese 50 Stück werde ich mit einem schönen Brief verpacken. In dem Brief steht zum Beispiel drin, der Schlüssel zum Erfolg, der Schlüssel zur digitalen Welt oder der Schlüssel zur Werbewelt. Irgend sowas, um einfach mit diesem Schlüssel und dem Brief zu visualisieren. Auf diesen Stick werde ich dann 2-3 Referenzen noch draufpacken, je nachdem, an welchen Kunde es geht. Wenn es jetzt ein Autohaus ist, natürlich Referenzen mit Autos oder von einem Autohaus. Wenn es eine Gastronomie ist oder ein Hotel, 2-3 Videos von einem Hotel oder Fotos von der Gastronomie drauf. Damit es einfach alles Sinn hat. Macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt dem Autohaus um die Ecke ein Musikvideo hier drauf mache. Das würde ja gar nicht passen. So, diesen USB-Stick werde ich dann mit dem Brief zusammen per Einschreiben an den Geschäftsführer schicken. Und dann stellt euch mal vor, so ein Geschäftsführer, sage ich mal, bekommt am Tag zwischen 100, 200, 300 E-Mails und vielleicht 10 oder 20 Briefe. Können noch mehr sein, ich habe ja keine Ahnung. Welcher Brief wird am meisten herausstechen? Der Brief, der ganz normal wie jeder Brief ist auf der Welt oder die E-Mail, die wie jede E-Mail aussieht, oder sowas, was komplett anders ist, was neu ist, was ihn von der ersten Sekunde irgendwie beeindruckt. Da habt ihr schon mal die halbe Miete, ihr seid direkt beim Chef und er hat direkt was, wo er ihn vielleicht noch nie gesehen hat und dachte, hey, was ist denn das? Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht. Der Punkt an dieser Geschichte ist ein bisschen teurer. Also sagen wir mal, mit dem Einschreiben, die 50 Sticks, die ganze Arbeit, also bestimmt 500-600 Euro. Aber überlegt mal, wenn von 50 USB-Sticks 2 oder 3 Leute Ja sagen, dann habt ihr die Kohle wieder drin. Und ich würde bei der Geschichte Geld zweitrangig sehen, weil ihr habt einfach mal was Neues gemacht und ihr habt einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Und ihr habt wahrscheinlich eine weitere Referenz. Nicht immer so fokussiert sein auf das Geld und die Finanzen, natürlich ist das auch wichtig. Ich finde es auf jeden Fall cool, die Idee. Ich muss dazu auch sagen, ich bin da selber nicht drauf gekommen, das hat mir ein guter Freund empfohlen. Und ja, ich bin mir aber sehr sicher, dass das funktionieren wird und mal was komplett anderes ist als dieses typische E-Mail-Verkehr, Briefe oder über Social Media einfach herzlos, trocken irgendwas rübergeschickt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.